Willkommen! In diesem Video lernen Sie, wie Theodor Barlauf im Rahmen seiner skeptischen Didaktik Bildung definiert und diese mit einer eigenständigen Anthropologie verknüpft. Sie erhalten dabei einen Überblick zu grundlegenden Begriffen und Konzepten wie jenem des selbstlosen Selbstbedenkens und der Menschlichkeit und werden zu Barlaufs Menschenbild hingeführt. Theodor Barlauf rückt im Rahmen seiner skeptischen Didaktik neben dem transzendental-kritisch-skeptischen Ansatz vor allem die Fundamentalontologie Martin Heideggers und die mit ihr verbundenen Begriffe Sein und Dasein in den Mittelpunkt seiner Bildungstheorie. Dabei ist Bildung für Barlauf als selbstloses Selbstbedenken eben dieses Daseins definiert. Diese Formulierung umschreibt vor allem ein rücksichtsvolles und mitmenschliches Nachdenken über die Welt der Dinge als Seiende. Barlauf versteht dabei Bildung als eine Sorge- und Wunschstruktur unserer alltäglichen Lebensbewältigung, in der ein jeder sein eigenes Sein an das Seiende derart überantwortet, dass er es sich gerade in dieser Überantwortung erobern will. Beherrscht der Mensch dabei die Natur in Gestalt der Kultur, so ist er nach Barlauf im Sinne des selbstlosen Selbstbedenkens er selbst. Dabei ist das, was man sich als Bildung vorzustellen hat, also die Bildungsüberlegung, für Barlauf zentral. Er betont, dass der Mensch kein instinktreduziertes Wesen ist, wie es etwa nach der Auffassung Arnold Gehlens der Fall ist. Barlauf hebt vielmehr den Antrieb des Menschen in einem gegebenen Umfeld hervor. Menschen werden mit einem Antrieb geboren. Dieser Antrieb bestimmt aber den Menschen in seiner Menschlichkeit nicht, denn der Mensch bedarf der Erziehung. Wenn nun Erziehung schon sehr früh eine maßgebliche Rolle spielt, so überwiegt nach Barlauf die Erziehung gegenüber dem Angeborenen. Der Mensch hat nach Barlauf aber nicht nur einen Antrieb, sondern verschiedene Antriebe, eine Vielfalt von Antrieben. Freiheit entsteht dann nach Barlauf durch die Vielfalt der möglichen Verbindungen der Antriebe. Freiheit liegt also nicht als Idee an sich jenseits des Menschen, sondern wird als etwas gedacht, das in den Möglichkeiten des Menschen anthropologisch schon angelegt ist. Sie ist aber nur angelegt. Die Menschen sind nicht von alleine frei, sondern müssen Freiheit nach Barlauf erringen und sich erarbeiten. Und da diese Freiheit errungen werden muss, hängt auch sie nicht von angeborenen Begabungen ab. Einer der wichtigsten Antriebe ist dabei nach Barlauf der Antrieb, etwas zu lernen. Die Freiheit des selbstlosen Selbstbedenkens als Bildung hat sich dann nach Barlauf grundlegend im Blick auf den Gedanken der Menschlichkeit zu setzen. Dieser bildungsspezifische Begriff der Menschlichkeit stellt eine anthropologische Voraussetzung aller Erziehungsziele, Bildungsvorgänge und Bildungsprozesse dar. Dabei ist zu betonen, dass die Menschlichkeit nicht gleich die Summe aller Menschen bezeichnet, sondern ein ideelles Konstrukt vorstellt, das als Denknotwendigkeit pädagogisch vorausgesetzt wird. Sie ist anthropologisch ein notwendiges Element, um den Menschen überhaupt denken zu können und stellt mithin das Gemeinsame der konkreten Menschen dar, ist jedoch nicht identisch mit der Menschheit. Vielmehr kann man sich den Menschen in seinem Sein nur über diesen Gedanken der Menschlichkeit vorstellen. Die Menschlichkeit umschreibt also bei Barlauf die prinzipielle Möglichkeit, sich auf andere Menschen und auch Gegenstände hin zu entwerfen, um dabei durch Bildung ein eigenständiges Denken zu erreichen. Grundlegend für Theodor Barlaufs Bildungsbegriff ist also das selbstlose Selbstbedenken, das Nachdenken über das Seiende. Dieses Nachdenken stellt eine Sorge- und Wunschstruktur dar, die in der Auseinandersetzung mit dem Sein die menschliche Kultur prägt und die Beherrschung der Natur ermöglicht. Dabei sind es nach Barlauf immer verschiedene Antriebe, die in einem gegebenen Umfeld aktiv sind. Barlaufs Anthropologie geht mithin von einer Vielfalt der menschlichen Antriebe in einem gegebenen Umfeld aus. Dabei ist der Antrieb, etwas zu lernen, grundlegend. Im selbstlosen Selbstbedenken des Menschen kann er Freiheit erlangen und so der Menschlichkeit entsprechen.